Eins, zwei, gut so. Werden eure Arme ein bisschen schwer? Meine schon. Und ich mache das schon eine ganze Weile. Aber wenn man die Übung richtig ausführt und man sich mit seinem Körper verbindet, können selbst die einfachsten Übungen sehr schwer sein. Alle Muskeln in unseren Armen arbeiten gegen die Schwerkraft, nur um unsere Arme gerade zur Seite zu strecken. Okay, bei der nächsten Übung sollt ihr eure Handflächen umdrehen. Bewegt den Arm gleichzeitig nach vorn. Der Daumen zeigt zum Boden und der kleine Finger zur Decke. Wir fangen mit der rechten Hand an. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt mit links. Eins, zwei, drei, vier. Ich möchte, dass ihr auf Folgendes achtet. Meine Hüften bewegen sich fast gar nicht. Aber wenn ich meinen rechten Arm nach vorne bewege, drehe ich meine linke Hüfte leicht ein. Genau diese entgegengesetzten Bewegungen werden für uns sehr hilfreich sein, während wir versuchen, die Balance in unserem Körper herzustellen. Ich möchte, dass ihr darauf achtet und die Bewegungen akkurat ausführt. Das wird euch dann später helfen, auch mit den schwereren Übungen zurechtzukommen. Okay? Na gut, also los geht's. Zwei, drei, vier. Und mit links. Los geht's. Eins, zwei, drei, vier. Okay, lasst eure Arme gestreckt und nehmt sie jetzt ganz langsam zur Seite runter. Die brauchen mal eine Pause. Schüttelt sie etwas aus. Hände auf die Hüften. Als nächstes bewegen wir unsere Rippen. Und zwar von Seite zu Seite. Die Hüfte bleibt stabil. Zuerst nach rechts. Rechts, links. Und zweimal nach rechts. Links, rechts. Und zweimal nach links. Rechts, links. Und zweimal nach rechts. Links, rechts und zweimal nach links und nach hinten. Und dann möchte ich, dass ihr euren rechten Arm gerade zur Seite streckt. Hebt jetzt euer Bein an und macht damit kleine Bewegungen nach oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und immer noch höher. Und elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn.